Hallo zu diesem Video bipolare Störung, wie es ja als Kurzbezeichnung akzeptiert wird. Richtigerweise heißt es bipolare affektive Störung, also abgekürzt BAS. Wird als psychische Krankheit bezeichnet, leider wie so oft. Dabei ist es einfach eine, ich nenne es mal eine geniale Fähigkeit unseres Organismus, unserer Seele, wenn du so möchtest, auf sich aufmerksam zu machen, um dir zu zeigen, was steckt wirklich dahinter. Und was eben ganz wichtig ist, was kannst du ändern? Hallo, mein Name ist Michael Wegelsbacher. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit Menschen, die eben auch mit diesen, wie ich sie mal nenne, Fähigkeiten zu mir oder zu uns kommen. Sie kommen natürlich in einer Phase, wo sie eher depressiv sind. Also man nennt sie ja auch manisch-depressiv, ist ja auch eine Art der Bezeichnung. Die heutige neuere Bezeichnung ist eben BAS, bipolare affektive Störung. Und die kommen dann meistens eben in einer depressiven Phase, erzählen, was alles so passiert ist, wie sie in einer manischen, in so einer Hochphase reagieren und was dann eben ganz normal, ich finde es immer sehr liebenswert, aber auch typisch ist, diese ja, Selbstzweifel, weniger diese Verurteilung, zu sagen, oh, was habe ich wieder angestellt? Ich habe wieder irgendwelche Verträge unterschrieben oder ich habe in meiner manischen, manche nennen es größenwahnsinnigen Phase, ja, einfach keinen Zugriff, keine Kontrolle über mich gehabt und habe Dinge gemacht, die niemand versteht, man selbst nicht versteht, oft die Familie nicht versteht und so weiter. Das kann auch niemand verstehen, der sowas nicht schon erlebt hat und der, so wie ich, eben nicht verstehen kann, was geht es denn wirklich? Das heißt, der Bipolar sind also entweder bist du manisch, also in einer Hochphase oder depressiv in einer niederen Phase. Wenn du jetzt mal eine Sinuskurve bemühst, nimmst, so ein Auf und Ab, so eine also so eine Welle eben, so eine Sinuskurve, ist die manische Phase da oben irgendwo und die depressive Phase ist oft da unten. Wie du schon siehst, ist das Leben so ein Auf und Ab, wie Tag und Nacht, eben bipolar, die Polaritäten, völlig normal. Nur wenn das eben aus der Kontrolle gerät, aus dem Ruder läuft, muss man sich natürlich fragen, das fragen sich die Leute auch, was passiert da? Sagen, ich verurteile mich so, ich kann es nicht steuern, sage ich immer, ach Gott, verstehe ich alles, aber schön, dass du hier bist, denn ich erkläre dir jetzt mal, was da läuft, dass du was tun kannst. Der erste Aspekt ist immer, den Menschen zu erklären, dass das natürlich, das wissen sie selbst, außerhalb ihrer Kontrolle liegt, dass es total menschlich ist und völlig in Ordnung und völlig normal, was da abläuft. Manche haben da ein bisschen Probleme, sagen, was ich so nicht depressiv bin. Kriege ich nichts auf die Reihe, wenn ich manisch bin, kriege ich auch nichts auf die Reihe, da drehe ich durch und so weiter. Dann sage ich, okay, eins nach dem anderen. Jetzt nimm doch einfach mal das hier, dieses Auf und Ab, und mach dir klar in den obersten, absoluten Hochphasen, wo du manisch bist, wo du übers Ziel hinausschießt, oder die untere Phase, wo du gar nichts mehr so richtig geregelt kriegst und depressiv bist, erstmal als gegeben an. Und frag dich, wenn ich das als Nulllinie nehme, das wäre jetzt da oben und da unten, was ist denn überhaupt los? Warum kannst du nicht in einem geregelten Bereich bleiben oder durchaus auch ganz da oben, ohne auszurasten oder ganz da unten, ohne vielleicht suizidale Gedanken zu haben, also über Selbstmord nachzudenken? Was passiert da? Dann sagen die Menschen immer verständlicherweise, ja, ich kann das nicht kontrollieren. Sag ich, ja klar, sonst wäre es jetzt ja auch nicht hier, das ist doch völlig okay. Und ich sage dann immer, wie immer, auch in all meinen Videos, es geht immer darum, ist auch Sinn meiner Videos, dir, wenn du darunter leidest oder wenn du Angehörige oder Angehöriger bist von jemand, der diese Fähigkeit entwickelt hat, ich sage immer Fähigkeit, denn das ist die Fähigkeit, ich nenne es mal deiner Seele, auf sich aufmerksam zu machen. Nenn es, wie du es möchtest. Es ist immer besser, es als Chance zu sehen, als Zeichen, als von mir als Wachstum, wenn du so möchtest. Klar, du wächst darüber hinaus. Wie zu sagen, na, es liegt außerhalb meiner Kontrolle. Das ist ja wohl klar. Das hast du ja kapiert, dass es außerhalb deiner Kontrolle liegt und dass es erstmal nicht anders geht. Der erste Aspekt ist immer, finde ich, das wirst du wahrscheinlich auch so empfinden, ist, oder sinnvoll auf jeden Fall mal zu sagen, okay, so ist es. Auch zu sagen, es passt mir nicht, ich hasse mich, verurteile mich, auch das gehört dazu. Ich sage nicht, dass du es dir schönreden sollst. Wenn du sagst, es ist alles Kacke, ja, dann steh dir zu, dann ist es Kacke. Immer diese Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität und zu sagen, ja, wir lieben uns alle, das ganze Gedöns, das bringt dich ja auch nicht weiter. Der erste Punkt zur Veränderung ist Akzeptanz.
ich hätte es fast gesagt, zur Heilung. Das Wort benutze ich in der Regel so gut wie nie, weil es Unsinn ist, von Heilung zu sprechen. Denn es impliziert ja, wie es leider auch heißt, du bist krank, es ist eine Krankheit. Eine psychische Störung, eine psychische Krankheit. Naja, eine psychische Störung ist es auf jeden Fall. Aber das hat jeder jeden Tag zuhauf. Die Psyche ist, jetzt mal vereinfacht formuliert, ein Regelkreis. Die Psyche versucht, Dinge zu regeln. So, Punkt. Und wenn es mal aus dem Ruder läuft, ein Regelkreis, das ist doch nicht schlimm. Dann kalibriert man nach, also man eicht nach, man guckt eben, wie man es in der Technik auch macht. Was ist da los? Sind irgendwelche Messgeber nicht mehr in Ordnung? Welche Sensoren kaputt? Dass wir die eben auswechseln, damit man ja, das Programm wieder richtig läuft und das richtige Regelkreis richtig funktioniert. So ist es mit der Psyche auch, so ein Regelkreis. Und wenn der Regelkreis aus dem Ruder läuft, was in diesem Fall normal ist, und bei keinem Menschen immer zu 100% funktioniert, oder sagen wir mal so, gar nie wirklich funktioniert, eher so rum, dann kann man sagen, okay, da ist eine psychische Störung, eine psychische Auffälligkeit, super, herzlichen Glückwunsch, da kannst du was machen. Wenn du denkst, naja, aber andere haben das nicht, ja, super, die haben genauso Probleme. Ich höre ganz oft von Menschen, egal ob sie mit Krebs zu uns kommen, was auch immer, ja, warum habe ich das? Warum haben das die anderen nicht? Mein Nachbar, mein Bruder, meine Schwester, so, denen geht es so gut. Sag ich, ach, das ist Unsinn. Keinem Menschen auf der Welt geht es gut, keinem. Es sei denn, es erleuchtet. Warum sage ich keinem? Naja, ganz einfach, wenn ein Mensch nicht weiß, wer er ist, warum er hier ist, was so passiert, kann es dem gar nicht gut gehen, selbst wenn er sich das einredet. Es kann ja lange Zeit gut gehen, dass du nicht merkst, dass du keine Ahnung hast, dass du verpeilt bist, keinen Plan hast. Das nennt man unbewusste Inkompetenz. Du hast keine Ahnung, weißt nicht, dass du keine Ahnung hast. Du kannst ja nichts machen. Und dann kommen eben diese schönen Signale, die dir sagen, pass auf, Schätzchen, ist ja egal, wie gut es dir geht und wie toll dein Leben ist, aber du lebst beim Leben vorbei. Du weißt nicht, wer du wirklich bist, du hast deine Berufung nicht gefunden, was auch immer, mag ja alles erstmal schön sein. Aber man lebt am Leben vorbei. Ich ganz oft sage, wenn man seine Berufung nicht kennt oder nicht weiß, wer man ist, warum man hier ist, naja, ist jeder Tag, egal wie schön der ist oder zu sein scheint, ein ganz normaler Versuch zu überleben. Du überlebst jeden Tag. Nur jemand, der weiß, warum er hier ist, was er macht, wird nicht überleben, sondern der lebt, der weiß, es ist meine Berufung, so wie ich vor 35 Jahren hier diese Berufung gefunden habe, Menschen wie dir eine Lösungsidee anzubieten, zu unterstützen. Ja, weiß ich jetzt, warum ich aufstehe. Ich muss nie mehr arbeiten, weil es ist für mich keine Arbeit. Ich habe meine Berufung gefunden und so weiter. So, das kannst du auch. Also, auch das hier ist eine ganz klare, liebenswerte Informationssignal deiner Seele, was auch immer das für dich ist. Die sagt, pass auf, du lebst vom Leben vorbei und du hast extrem starke Phasen. Jetzt, warum ist das so? Ich mache das jetzt mal so. Ja, weiß noch nicht, was ich jetzt zeigen möchte, aber was hatte ich denn jetzt gerade gedacht? Also, das wäre jetzt ein Mittelpunkt von mir aus. Jetzt geht es einmal in die Richtung und einmal die. Ich kann natürlich auch so machen. Vielleicht besser, weil ich vorhin mit der Sinuskurve angefangen habe. Wenn du nicht in deiner Mitte bist, ich gebe dir auch Videos von mir, die sagen, du bist nie in der Mitte, weil erstens mal wirst du darüber abgelenkt durch Gedanken oder durch Gefühle. Deswegen ist man nie in der Mitte. Jetzt bleibe ich mal bei manisch und depressiv. Wenn du also nicht in deiner Mitte sein kannst oder in der Range, also irgendwo in diesem Bereich, wo du total schöne Gefühle haben kannst, auch negative, weil du weißt, das gehört zum Leben dazu, dann musst du dich fragen, was lenkt mich denn von meiner Mitte ab? Egal, ob du jetzt das als Mitte bezeichnest, die Nulllinie, wenn das jetzt eine Nulllinie wäre, oder da ein bisschen mehr nach oben oder nach unten. Bei manisch-depressiv geht es darum, du trägst einen Teil in dir, wie soll ich sagen, also eine traumatische Erfahrung, das jetzt mal erst auf den Punkt zu bringen, dass du weißt, auf was ich raus möchte. Jeder Mensch ist traumatisiert worden. Es gibt über 170 Videos hier auf meinem Kanal, die das ganz genau erklären. Also die das ausführlich erklären. Die Videos zum inneren Kind, 2 Videos zur Büchse der Pandora. Ich glaube, es gibt 4 Videos zu Gefühle fühlen und so weiter. Also es sind 170 oder 172 Videos im Moment, die dir kostenfrei helfen, das Problem hier zu lösen. Definitiv zu 100%. Das kannst nur du lösen. Ich kann es nicht. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Ich kann dich dabei unterstützen. Wenn es zu aufwendig ist, 170 Videos anzugucken, sind wahrscheinlich 120, 130 Stunden, da bist du ewig dran. Geht aber, damit kannst du es machen. Dann kannst du natürlich auch mal in der Textbeschreibung gucken. Es gibt ja auch Videokurse, die das sehr schnell, sehr günstig auch abkürzen. Gerade der Grundkurs in meiner Methode und der Angstkurs als Kombination hilft dir auf jeden Fall.
Aber schau dir erstmal alle Videos an, das kannst du erstmal kostenfrei alles machen. Okay, das heißt also, du hast Angst vor dir selbst. Du glaubst, in dir ist ein Teufel, den du ablehnst. Du hast tief drin so eine wahnsinnige Angst vor einer unglaublichen Aggression in dir. Ja, Punkt erstmal, ich erkläre es nachher genauer. Das ist so der Hauptaspekt. Deswegen, du hast Angst, dass in deiner Tiefe etwas ist, was du natürlich nicht kennst, was du ablehnst, was die Psyche automatisch erstmal ablehnt oder du selbst auch, dein Ego, deine falsche Persönlichkeit. Das heißt also, tief drin hat ein manisch-depressiver Mensch eine wahnsinnige Angst vor seinen Emotionen, vor diesen starken Energien, die hochkommen könnten, dass du denkst, du bist ein Teufel, du könntest ausrasten. Du wendest die Aggression auch nicht nur gegen dich an, sondern auch gegen andere. Das wäre total normal, weil du tief drin in dir, was dich und deine Angst vor dir selbst ablehnst. Das ist der Hauptaspekt. Wenn du das also weißt, dass du Angst vor deinen Emotionen hast, Angst hast, dass dieser vermeintliche Teufel rauskommt, dann weißt du auch, okay, oder kannst du es überlegen, wieso ist das so? Na, ganz einfach, du bist ein Mensch, du hast eine Vergangenheit, du wurdest gezeugt, kamst auf die Welt und was auch immer da passiert ist, hat mit dir zu tun, klar. Auf einer höheren spirituellen Ebene weißt du auch, dass du dir das so ausgesucht hast. Auf einer normalen menschlichen Ebene weißt du das natürlich nicht mehr. Dementsprechend leiden Menschen und sagen, wow, es ist alles so ungerecht oder ich weiß nicht, was hier läuft. Also du hast eine Vergangenheit, eine Kindheit, wo deine Eltern mit Sicherheit alles versucht haben, richtig zu machen, was sie natürlich nie schaffen, Eltern, weil sie es gar nicht richtig lernen. Sie geben ihr Bestes und dann passieren eben Dinge, die passieren müssen. Das heißt, du wurdest allein gelassen, du wurdest als bös abgestempelt, was auch immer da war. Schau dir alle meine Videos zu meinen Kindern, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das führt sonst zu weit. Das heißt, dir wurde beigebracht, dass du so nicht in Ordnung bist und letztendlich ist der tiefsten Ebene, die primären Gefühle sind immer Angst und Trauer. Das sind also die tiefsten Gefühle, sind Angst und Trauer. Löst du Angst und Trauer nicht, werden sie zu sekundären Gefühlen wie Aggression, Wut, Hass und so weiter. Das heißt, die Aggression, die du in dir trägst, die ist letztendlich eine Angst, also nicht nur eine Angst vor dir selbst, sondern Angst vor dir, von einem kleinen Kind in dir, das eine wahnsinnige Angst hat und wahnsinnig traurig ist, dass es sich nicht geliebt fühlt, nicht in Ordnung fühlt. Und da du diesen Teil verständlicherweise ablehnst, das ist eine natürliche Reaktion eines Menschen, der sich oder die sich nicht auskennt, wirst du natürlich immer hin und her geworfen von extremen, starken Gefühlen der Manie, wo du dich als Retter, als Herrscher, als starke Persönlichkeit empfindest, wo du merkst, jetzt habe ich Kraft, jetzt könnte ich die Welt aus den Angeln heben, dann machst du Sachen, wo du denkst, wow, unglaubliche Power, schießt aber das Ziel hinaus, weil es extrem ist, dann stellst du irgendwann fest, Mist, das, weil es natürlich wieder nachlässt, das war ja völlig daneben. Und dann stürzt du ganz tief nach unten in eine depressive Phase, wo du denkst, was habe ich da getan? Was ist da passiert? Naja, du hast extrem stark von diesem Schmerz wegreagiert, von dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit. Nicht gut genug zu sein, nichts wert zu sein, hast du endlich mal die nötige Power bekommen, um zu merken, wow, du hast ja von mir aus einen göttlichen Anteil in dir, einen Kriegerin, einen Krieger. Du spürst wirklich, wie mächtig du bist. Das ist ja so. Diese Phasen sind sehr gut, wenn du mal verstehst, wow, diese Power, die hattest du, die hat dir niemand gegeben, die hat, das ist in dir. Das ist das Geniale daran, wenn du mal so eine manische Phase mal, ja, ich sag mal Revue passieren lässt, wirst du merken, wow, da habe ich eine wahnsinnige Energie, da hatte ich überhaupt keine Angst, egal ob du das Ziel hinausschießt. Aber diese Power steckt in dir. Wenn du das jetzt also kontrollieren lernst, beziehungsweise du musst gar nichts kontrollieren, das wäre zu schwer, zu technisch, wenn du also verstehen lernst, tief drin in dir fühlst du dich nicht geliebt, nicht gut, schlecht, verachtenswert, du hast Angst, dass du nicht gut genug bist. Und wenn du das löst, das ist der Sinn meiner Methode, dir klarzumachen, du hast ein schwer verletztes inneres Kind, einen Teil, den du nicht kennst oder automatisch ablehnst, und wenn du lernst, dieses innere Kind kennen und annehmen zu lernen und dadurch, ich nenne es mal das falsche Wort, zu heilen, anzunehmen ist besser, dann wird dieser Teil merken, wow, ich bin total in Ordnung, ich bin total liebenswert. Wenn ich mal blöd bin, bin ich blöd. Wenn ich mal aggressiv bin, bin ich aggressiv. Wenn ich mal wütend bin, bin ich wütend. Wenn ich mal manisch bin, bin ich halt manisch. Wenn ich mal depressiv bin, bin ich depressiv. Das heißt, wenn du das lernst,
Und vor allen Dingen lernst, diese Gefühle, diese starken Emotionen, vor denen du Angst hast, du hast Angst vor diesem weiblichen Teil in dir, dieser Teil, der sich hingeben kann. Nein, dein Organismus muss das kontrollieren. Und da er sich nicht ständig kontrollieren, es nicht kontrollieren kann, knallt halt mal die Sicherung in die Richtung, also nach oben durch, die knallt immer nur nach oben raus. Nach unten fällst du halt. Weil dann, wenn die Sicherung rausgeflogen ist und du nicht mehr die nötige Power für die Manie hast, dann bricht es halt zusammen. Also nach unten passiert gar nichts, du fällst halt einfach ins Nichts und verurteilst dich. Der erste Punkt ist schon, dass du mal zur Kenntnis nimmst, es ist so. Es ist ein geniales Zeichen, wenn es deiner Seele, die sagt, jetzt pass mal auf, jetzt reicht's. Lerne mal, deinen Schmerz zu lösen, so wie es Michael, also ich hier oft sagt, lerne mal, dein inneres Kind zu heilen, dein Trauma zu lösen. Dann hast du diese Energien aus deinem System entlassen. Dann gibt es nichts mehr, was dein Organismus, deine Psyche kontrollieren muss. Dann gibt es auch nichts, was die ganze Zeit angespannt ist, dass du nicht ausrastest. Und dann knallt nichts nach oben. Und wenn es nach oben geht, dann ist es einfach ganz natürlich, weil du keine Angst mehr hast, dass da oben irgendwas ist. Du musst nie in eine Manie, in ein extrem starkes High-Gefühl kommen, wenn du nichts mehr ablehnst. Wenn du keinen Schmerz mehr in dir trägst oder dich erstmal akzeptierst, so wie du bist, damit beginnt es ja, zu sagen, ja, ich bin manisch-depressiv, bipolar, wie auch immer man es nennen möchte, cool, das ist so. Das muss wohl damit zu tun haben, dass ich verletzt wurde, verstehe ich jetzt auch, und dass meine Psyche versucht, dagegen zu regulieren und ich das halt bisher nicht mitbekommen habe. Also werde ich so machen, wie es Michael gesagt hat. Ich werde mal die 4 Videos zum inneren Kind angucken, die 3-4 Videos zum Gefühle fühlen, die 2 Videos zur Büchse der Pandora, dann das Video, worin besteht ein Problem oder worum verabscheust du dich so sehr. Es gibt unendlich viele Videos hier, um ganz sicher deine Wahrheit rauszufinden. Denn vielleicht klingt es jetzt ein bisschen abstrakt, abgespaced, wie auch immer. Wenn du meine Videos anschaust, wirst du feststellen, das ist ja sowas von eindeutig, evident, nachweisbar und klar. Wenn du anfängst, dich zu akzeptieren, dich zu lieben, so wie du bist, gerade wenn du mal manisch bist oder depressiv, dann fängt der Körper tief drin an zu fühlen, wow, und dann bin ich okay. Da ist ja gar niemand mehr sagt, oh, das war jetzt aber echt wieder blöd, was ich gemacht habe, oder ich konnte nicht so doof sein. Nein, du hast überhaupt keine Kontrolle darüber bisher. Und du musst es auch nie kontrollieren. Wenn du es mit meiner Methode, mit welcher auch immer, geht ja nur darum, dass du weißt, wie du es lösen kannst, angehst, dann wirst du feststellen, du kannst dich freuen, du kannst dich dem Leben hingeben. Das nennt man da nicht mehr Manie, weil es übers Ziel hinausschießt. Wenn du nichts mehr kontrollieren musst, wenn du nichts mehr in dir abwehrst, wenn du ganz tief da unten vor dem Angst hast und das nicht möchtest, ist auch in meinen Videos mit solchen Sinuskurven zum inneren Kind, dann wird dein Körper ganz weit von dem Schmerz weg wollen. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann ist doch ganz klar, stell dir vor, du bist irgendwo und es ist wahnsinnig viel laute Musik, ein richtiger, wahnsinniger, ohrenbetäubender Lärm. Dann reicht es ja nicht, du gehst nur 2 Meter weg. Du gehst vielleicht 100 Meter weg. Wenn du es da immer noch ein bisschen hörst, dann gehst du 200 Meter weg. Oder steigst in dein Auto und fährst gleich mal 10 Kilometer. Vielleicht 9 so viel, aber Hauptsache du bist weg. Und so ist es hier auch. Ganz da unten ist ein schweres Trauma, das Ursprungstrauma. Es gibt nur eins, das man lösen muss. Und dein Organismus geht natürlich ganz weit weg. Der schießt übers Ziel hinaus. Wenn das aber gelöst ist, wenn dann du keine Angst mehr davor hast, dann muss der Organismus nicht mehr übers Ziel hinausschießen. Dann wird er diese manische Phasen gar nicht mehr haben, depressive sowieso nicht. Depressionen sind Widerstand gegen das Leben. In der Natur gibt es keine Depression. Nur Menschen, die ihren Verstand nicht gebrauchen können, die keine Ahnung haben von dem, was ich jetzt gerade sage, können depressiv werden. Wenn du dich nicht gegen das Leben wehrst, bist du nicht depressiv. Wenn jemand sagen würde, ja, ich bin manchmal manisch, verheiz meine Kohle, mach unsinnige Sachen und so, ist halt so. Der wird nie depressiv werden. Deswegen sind die depressiven Phasen schon durchaus gut, dass du merkst, was dich das an Lebenskraft, an Lebensenergie kostet. Manische Menschen kommen nicht zu mir. Die sagen nur, ich bin manisch-depressiv und kommen entweder in Zwischenphasen oder in extrem niedergeschlagenen Phasen kommen zu mir und sagen, ich möchte was ändern, ich möchte es verstehen. Manische Personen sind so in einem High-Gefühl, die würden ganz sicher nicht kommen. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine total geniale Fähigkeit deines Systems, auf sich aufmerksam zu machen, dir zu zeigen, dass du ein perfektes, göttliches Wesen bist, das es nicht weiß, das auch nicht glaubt, dass es das verdient hat und du kannst es zu 100% lösen. Du kannst immer alles lösen, wenn du verstehst, wie es geht. Okay, ich denke mal, ich habe alles gesagt. Es gibt nicht mehr zu sagen. Löse dein Trauma
dann wird dein Körper nichts mehr abwerten, ablehnen und dann wirst du nicht extreme Stimmungsschwankungen haben. Denk dran, es geht dir immer nur um das nach oben knallen, weil du das da unten verhindern möchtest. Depressionen sind nur ein Abfallprodukt der manischen Phase, weil du dann eben deinem eigentlichen Gefühl wieder begegnest, dass du ja ablehnst und wieder denkst, war ja wieder klar, ich habe es nicht unter Kontrolle, ich habe wieder Mist gebaut, ich bin einfach nichts wert. Das stimmt nicht. Du kannst es lösen. Also herzlichen Glückwunsch, wenn du noch dran bist. Und dann schau dir das Video vielleicht nochmal an. Schau dir alle meine Videos an. Und dann weißt du, ja, du kannst es lösen. Du wirst es lösen. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen helfen. Und freue mich aufs nächste Video. Dein Michael.